oder Care Leave-In Conditioner. Da hoffe ich jetzt mal auf einen Leave-In Conditioner. Alles andere macht weniger Sinn bei mir. Nee, ich habe die Haarmaske, wobei die eigentlich auch ganz gut ist. Leute, 29,95 € für 200 ml Haarmaske. So. So, ich habe wieder meine Goodie Box. Ich habe erst gedacht, hast du die nicht jetzt erst vor kurzem gezeigt? Und habe gedacht, ob die mir jetzt die aus dem Sale nochmal doppelt geschickt haben. Aber ich glaube, das ist jetzt tatsächlich die reguläre Box. Und dementsprechend machen wir sie jetzt mal eben auf. Also wenn es die reguläre Monatsbox ist, ich habe nämlich mal ganz schnell bei den anderen nachgeguckt, da steht irgendwas von Time to Say Goodbye. Nee, glaube ich nicht. Irgendwas mit Time to. Deswegen gucken wir jetzt mal eben. Ja, genau, Time to Shine. Also es ist tatsächlich. Oh! Die neue Box, ja, wie cool ist das? Wusstet ihr es schon? Ich habe wieder mal nicht mitbekommen. Ich zeige es euch schon direkt mal. Wie cool ist das denn? Jetzt machen die so ähnlich wie My Little Box. Tada! Da ist eine Tasche. Wie cool. Ah, da freue ich mich drüber. So, wir gucken, was drin ist. Ich muss mal eben wieder mit dem anderen Handy. Ihr wisst, ne? Ich sehe euch kaum. Die Situation habe ich dieses Jahr zum allerersten Mal. Ich habe da gegenüberliegend ja diese beiden Schränke von meinem Mann stehen, diese Gartenschränke. Leute, die Flashlight hauen die mir gerade das Licht in die Augen. Also ich hoffe, ich kneife nicht zu sehr die Augen. Ich hoffe, ihr werdet jetzt hier nicht total reflektiert. Aber wir gucken mal. Also, aus der Redaktion Time to Shine Edition. Und plötzlich können wir sie fühlen. Summer Vibes. Ich werde geblendet. Ein Ausdruck, der sofort Bilder von endlosen Sonnentagen, fröhlichen Menschen und lebhaften Farben hervorruft. In diesem Monat dreht sich bei Glossybox alles um den perfekten Sommer. Entdecke eine Fülle von strahlenden Beauty-Produkten, die dich auf die sonnigen Tage vorbereiten und deinen Look zum Leuchten bringen. Also wie gesagt, die Tasche ist einfach mega. So, das ist die Box von Juni. Wir gucken rein. Also ich kriege hier als erstes direkt I Want You Naked. Das müsste also eins der Produkte sein, die jeder hat. Ah, jetzt sehe ich gerade was. Ich habe gedacht, das wäre eine andere Box gewesen bei der Lisa. Blick da rein und dann weiß ich schon, was drin ist. Oh Gott. Und ich habe da noch geschrieben, für mich wäre das nichts gewesen, glaube ich, außer die Tasche. Okay, ich habe euch jetzt vorab schon mal gespoilert. Aber vielleicht für einen von euch, wo ihr sagt, yeah, die Megaprodukte. Also, und zwar I Want You Naked Skin Barrier Support, die Repairing Mask, kostet 29 Euro. Diese regenerierende Gesichtsmaske ist ein wahrer Schatz für deine Haut, entwickelt, um die Hautbarriere zu unterstützen und zu reparieren. Angereichert mit hochwertigen Inhaltsstoffen wie Hyaluronsäure, Niacinamid und Allantoin wirkt sie gezielt auf deine Haut ein, um sie mit Feuchtigkeit zu versorgen, zu beruhigen und zu regenerieren. Gucken wir, ob wir irgendwas sehen können. Na, ist verschlossen. Von daher lassen wir das jetzt auch erstmal zu. Das nächste Produkt, was jeder haben möchte, wäre eine Palette von Catrice. Aber wenn ich es richtig sehe, sind die in zwei Farben? Nee, es sieht nur so aufgeklappt aus. Ne? Da habt ihr es. Also, was haben wir denn da? Color Blast Eyeshadow Palette Nummer 010 Tangerine. Ja, habe ich auch. Meets Lilac. Die Catrice Color Blast Eyeshadow Palette überzeugt nicht nur von außen mit aufregenden und super knalligen Farben. Softe Matttöne, kräftige Metallic-Farben. Das hört sich ja noch was für mich an, ne? Und ein wasseraktivierender Cake Liner sorgen für Wow-Eye-Looks. Sobald der Cake Liner mit, habe ich noch nie gehört, mit dem integrierten angefeuchteten Pinsel in Berührung kommt, verwandelt er sich in eine cremige, flüssige Konsistenz. Die hochpigmentierten Lidschattentexturen sind leicht zu verblenden, aufbaubar und passen zu jedem Hautton. Also Anwendung mit dem dazugehörigen Eyeliner-Pinsel, Wasser auf den Cake-Liner geben und auf die Lider auftragen. Lidschatten gut verblenden. Jetzt werde ich total dunkel, Leute. Das macht mich hier. Ich bin extra von drinnen nach draußen gezogen, damit das aufhört. So, also so schaut. Oh, das sind schöne Farben. Die sind wirklich schön. So. Na, so könnt ihr es auch super sehen. Das sind schöne Farben. Und auch hier, ne? Und da. Und das sind ja alles Tönchen für Mama, ne? Bin ich ja gerade am Überlegen. Ich überlege, ich überlege.
Denke fast, dass ich die selber behalten werde. Muss ich mir mal eben noch überlegen. So, kostet auf jeden Fall 6,99 €. Ne? Das ist ja jetzt nicht so die Welt für den. Und der ist klein und praktisch für unterwegs. Ne? Finde ich eigentlich schon gut gemacht. So, das nächste Produkt, was jeder haben müsste, ist, oh Gott, wie Sprit. Also da könntet ihr vier Sorten scheinbar von haben. Und zwar von Urban Alchemy, entweder ein Prescription Care Shampoo, Care Conditioner, Care Mask oder Care Leave-In Conditioner. Da hoffe ich jetzt mal auf einen Leave-In Conditioner. Alles andere macht weniger Sinn bei mir. Nee, ich habe die Haarmaske, wobei die eigentlich auch ganz gut ist. Leute, 29,95 € für 200 ml Haarmaske. So, was steht denn jetzt bei mir dabei bei der Haarmaske? Was soll ich denn machen? Haarmaske ist die Nummer 3. Auf das frisch gewaschene oder feuchte Haar auftragen, mindestens 5 Minuten einwirken lassen, danach ausspülen. Ich habe ja gesagt, in letzter Zeit hatte ich nicht so ein glückliches Händchen mit Haarmasken. Also von der. Oh, da kommt aber schon ein toller Duft. Also, es ist richtig fest, wie ihr seht. Und da ist auch was so drüber geploppt. Tun wir wieder rein. Ah, der Duft ist schon toll, ne? Ich weiß nicht, wie viel Silikon ist denn da mit drin? Mal gucken. Oh, da sind aber ganz viele Ingredienzien. Da jetzt Silikon so schnell zu finden. Müsst einen kleinen Moment. Ja, Glycerin ist drin. Das ist ja oft so was Ähnliches. Also, ich finde nicht direkt jetzt Silikon, aber ich habe ja mal von Genie gelernt, alles, wo ohne steht, ist normalerweise ein Silikonanteil. So auf die Schnelle finde ich jetzt gerade aber nichts, wo ohne steht. Doch, da haben wir es. Simetikone. Also es ist mit Silikon. Da muss ich mir auch mal was zu überlegen, weil eigentlich versuche ich tatsächlich jetzt ohne Silikon auszukommen in meinen Haaren. Mal schauen. Also wie gesagt, ihr hättet vier haben können. So, was ist dann das nächste? Ach, das war Conditioner. Eine Revitalizing Mask, die habe ich nicht. Die hättet ihr auch haben können. Für 13,90 € Revitalizing Mask. Das ist auch fürs Haar. Okay, mit so einer Kappe. Hier haben wir von KNDR Beauty, das ist lange her. Da haben wir ein Mood Balm Never Blue. Habe ich den? Ich habe das Öl wieder, ne? Lip Balm, muss ich gleich mal gucken. Aber auf jeden Fall das nicht. Die sehen schon fancy aus, ne? Guckt mal, die wären cool gewesen, ne? Ja, schade. 15,95 €. Dann von Dr. Severin hätte ein Aftershave-Balsam drin sein können für 14,90 €. Hätte ich auch gerne genommen. So, dann kommt hier von Alverde und ich, ihr wisst nicht so Best Friends, ein Cover Stick und Contouring in der Farbe 01, 02, 03 und ich habe die Farbe 03, kostet 2,45 €, ist ideal für das Abdecken von Rötungen und Augenschatten. Jo, aber nicht in diesem dunklen Ton. Ich ziehe es jetzt nicht ab, oder? Kann ich es abziehen? Ja. Ganz ehrlich, Leute, seht ihr, wie dunkel der ist? Wenn ich den mir jetzt hier irgendwo für Schattierungen hinmache, also, das fällt auf jeden Fall für mich flach. Verstehe ich auch nicht, warum die jetzt so einen ganz dunklen Ton rausgegeben haben. Also selbst, ja gut, wenn jemand ganz sonnengebräunt ist, aber ich denke mal, die meisten haben eher so 01 oder 02. Also das fällt für mich jetzt flach. Dann hätte man noch haben können den Gurken Gesichts- und Body Tan Mist für 3,40 €. Wo ist mein Öl? Hallo? Ach, das ist jetzt witzig. Das steht gar nicht drin. Oder ist das jetzt nur von außen? Wir gucken mal eben. Ah, doch, es ist wohl. Ah, Auge juckt, Auge juckt, Auge juckt. Man sollte vielleicht erstmal auspacken. Könnt ihr jetzt ruhig sagen, Irene, erst auspacken, dann meckern. Ich habe aber nicht gemeckert. Ich habe nur gesagt, dass es cool aussieht. Schade, dass ich nicht drin habe. So, jetzt nochmal. Wo sind wir denn? Ja, der ist es tatsächlich. Tada! Also, Mood Balm. Gewöhnlich, das sind wir nicht. Und deshalb passt dieser Lippenstift perfekt. 15,95 €. Er kommt in einer von zwei hübschen Verpackungen, verändert seine Farbe individuell, je nach pH-Wert der Haut und offenbart sich je nach Typ heller oder dunkler auf dem Kussmund. Transparentes, luxuriöses Finish inklusive. Den hatten wir in der Art schon mal. Ne, das kennt ihr, ihr tragt den auf und dann bekommt ihr tatsächlich so einen Lippenton.
Finde ich eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt echt gedacht, bei Lip Balm, das wäre jetzt wieder dieses andere und nicht in Lippenstift. Ja, also von daher, Gesamtpreis blende ich euch jetzt, ne, wie immer da ein, was ich drin habe. Wir gucken mal, was denn nächstes Mal angekündigt wird. Die Summer Vibes, Time to Explore, What's Up Next. Das schaut dann so aus. Die Juli-Edition der Glossybox steht ganz im Zeichen von Summer Vibes, Time to Explore und lädt dich ein, die Schönheit des Sommers in all ihren Facetten zu erkunden. Diese besondere Box ist eine Hommage an die Abenteuerlust, die uns in den warmen Monaten erfasst und an die Vielfalt der Möglichkeiten, die der Sommer bereithält. Deine Juli-Edition enthält nicht nur Produkte, die deine Haut nach dem Sonnenbrand optimal versorgen. Diese Box soll dich auch dazu inspirieren, neue Looks auszuprobieren und Neues zu entdecken. Freue dich auf eine Auswahl, die deinen Ton strahlen lässt und dir einen frischen, sommerlichen Glanz verleiht. Egal, ob du dich auf eine Reise in die Ferne begibst oder einfach nur die Schönheit deiner eigenen Umgebung erkundest. Die Juli-Edition der Glossybox begleitet dich auf jedem Schritt deines Sommerabenteuers. Lass dich von den Summer Vibes inspirieren und erlebe den Sommer in all seiner Pracht. Also wir hören schon raus, wir bekommen einen Aftersun dabei. Ich denke dann irgendein Glow-Produkt noch mit dabei. Vielleicht auch noch für die Lippen irgendwas. Also eins, zwei, drei Sachen. Und wenn ich jetzt mal gucke, die Haarmaske war 30 Euro. Die Gesichtsmaske 29 Euro. Und der Stick nochmal 2,45 Euro. Habe ich 30 40, 50, 60, etwas über 60 Euro. Das wandert in den Insta-Sale bei mir, @HormesIrene. Guckt da einfach mal rein, wer Interesse hat, die kleine Box dann zu bekommen. Also wie gesagt, @HormesIrene bei Instagram. Und da ist dann Irenes_Sale. Ja, freue mich, wenn ich euch da höre, lese oder sonstiges. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.